Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Soziale, Erziehungs- und Gesundheitsdienste sind unerlässlich für unser Leben. Es kann nicht sein, dass überall dort, wo es um Erziehung, um soziale Arbeit oder die Pflege von kranken Menschen geht, die Arbeitsbedingungen schlecht und die Einkommen relativ gering sind. Es muss ein Ende haben, dass berufsbedingte Stresserkrankungen im sozialen und Erziehungsbereich überdurchschnittlich und auch im öffentlichen Dienst ist kaum zu übersehen, dass es gerade die Care-Arbeit ist, wo Gehälter gezahlt werden, während grundlegende gesellschaftliche Anerkennung für geleistete Arbeit vermissen ist. Bereiche, in denen Menschen täglich notwendige und wertvolle Arbeit leisten, in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, mit Menschen in besonderen Problemlagen oder mit psychischen Erkrankungen. Die hohen und steigenden Anforderungen spiegeln sich weder in der Bezahlung noch in den Arbeitsbedingungen. Viele arbeiten zudem in Teilzeit, sodass das Armutsrisiko gerade in diesen Bereichen relativ hoch ist. Wir wollen, dass der Magistrat und die kommunalen Arbeitgeber ihre Verantwortung gegenüber den städtischen Beschäftigten auch in tariflicher Hinsicht angemessen wahrnimmt. So sind etwa Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoginnen nach dem TVÖD-SUE in der Regel in den Entgeltgruppen 11 oder 12 den niedrigstmöglichen Entgeltgruppen. Fachhochschulabsolventinnen eingestuft, vergleichbar mit TVÖD 9. Allein schon die Einführung des TVÖD-SUE im Jahr 2009 mitsamt den darin enthaltenen längeren Stufenlaufzeiten war schon letztendlich ein Instrument zum Lohndumping in der öffentlichen Daseinsvorsorge. Eine tatsächliche und spürbare Aufwertung von Erzieherinnen, Sozialpädagoginnen, Sozialarbeiterinnen und allen anderen betroffenen Berufsgruppen der sozialen Erziehungsdienste ist nach wie vor überfällig. Existenzsichernde Arbeitsplätze und die Reduzierung der Arbeitsbelastung sind nicht nur im Interesse der Beschäftigten, sondern auch im Interesse aller Menschen, die auf deren Arbeit angewiesen sind. Die Verhandlungen wurden ja im März 2020 corona-bedingt unterbrochen. Am 25. Februar 2022 wurden sie wieder aufgenommen. Die vergangenen 2 Jahre haben nochmals in besonderem Maße verdeutlicht, dass die SOE-Beschäftigten auch in herausfordernden Zeiten einen existenziell wichtigen Job machen und dafür mehr Anerkennung verdienen. Und diese muss sich auch im Einkommen spiegeln. Im Vorfeld der Verhandlungen würdigten die Arbeitgeberinnen zwar die Arbeit der SOE-Beschäftigten, zeigten jedoch in wesentlichen Punkten bisher keine Bereitschaft für ein ernsthaftes Entgegenkommen. Wie bereits in den vergangenen Tarifrunden für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst verwiesen sie bereits vor dem Verhandlungsauftakt auf die schwierige Wirtschaftslage und leere Kassen. Leer sind allerdings zunehmend auch die Taschen der Beschäftigten, deren moderate Tariferhöhungen der letzten Jahre inzwischen durch die Inflation längst aufgefressen sind. Auch die von den Arbeitgeberinnen vorgebrachte Behauptung, die Anforderungen seien in den letzten Jahren nicht gestiegen und deshalb eine höhere Eingruppierung nicht erforderlich, ist von der gesellschaftlichen Realität längst widerlegt und dokumentiert eindrucksvoll die Verachtung, die immer noch gegenüber Care-Arbeit und ihren Beschäftigten vorherrscht. Nicht erst seit Corona ist die Systemrelevanz der sozialen Erziehungsberufe bekannt und erwiesen. Wir brauchen gute Arbeitsverhältnisse und gesellschaftliche Wertschätzung des kommunalen öffentlichen Dienstes, um das Rückgrat der städtischen sozialen Infrastruktur zu stärken und den vorhandenen Bedürfnissen entsprechend auszubauen. Mit niedrigen Löhnen und krankmachenden Arbeitsbedingungen wird das nicht gelingen. Und nicht zuletzt herrscht auch ein großer Fachkräftemangel, beispielsweise in den städtischen Kitas. Ergänzend zu den schon laufenden Maßnahmen zur Unterstützung und zum Erhalt qualifizierter Beschäftigung in den städtischen Einrichtungen ist es notwendig, Fachkräfte im sozialen Erziehungsdienst besser zu bezahlen. Anerkennung drückt sich eben nicht nur durch Klatschen, sondern vor allem tariflich aus. Und daran muss auch die Stadt Kassel ein unmittelbares Interesse haben, denn es gibt ja jetzt bereits erhebliche Schwierigkeiten, die benötigten Stellen von Erzieherinnen zu besetzen. Die Stadt hat als Mitglied im kommunalen Arbeitgeberverband die Möglichkeit, die Forderungen der Beschäftigten zu unterstützen und damit einen wichtigen Beitrag zu leisten zur Gewinnung und zum Erhalt von Sozialarbeiterinnen und Erzieherinnen. Und mir ist das Totschlagargument durchaus geläufig, mit dem bisher in jeder Tarifrunde der kommunalen Arbeitgeberinnen und zu unterstützenden Anträge abgelehnt wurden. Reine tarifliche Angelegenheit, ein solcher Strafbeschluss sei ein Eingriff in die Tarifautonomie und so weiter.
Dieses Argument allerdings greift nicht. Die Stadt Kassel ist als Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband selbst Tarifpartei und es ist das selbstverständliche Recht der STAFO, den Magistrat im Rahmen dieser Tarifrunde dazu aufzufordern, sich mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln für die Belange der Beschäftigten einzusetzen. Und damit schließe ich dann.